Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mafia 3. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben die nächste Mission vor uns. Und ich habe keine Ahnung, warum der Kasten hier so leuchtet. Egal. Ist auch egal. Wir sollen hier auf Donovan warten. Denn es geht um Heroin. Ach ja, ich bin Angst. Das ist Lincoln Clay. Und wir starten in der Mission. Das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Doucet. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Bordeaux läuft über ein normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschwein leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen. Nicht so fassen, diese Dreckschweine in meinem eigenen Land. Scheiße nochmal. Oh nein, nicht wieder Musik. Ich hasse, das ist nicht gut. Ich kann nichts machen. Ah, Geschäfte abhören. Um Geschäfte zu verwanzen, brich Verteilerkästen auf, die du überall in der Stadt findest. Geschäfte zu verwanzen hilft Denimen, Sonderziele zu finden, Positionen von Sammelobjekten auf der Karte zu markieren und dir unbekannte Gegner in der Informationsansicht zu zeigen. Außerdem kannst du dadurch Geschäftsposte anwerben. Musik bitte aus. Musik bitte aus. Okay, jetzt können wir das Ding da reinstöppeln. Okay. Geschäfte abhören. Durch Abhören erhältst du Position der Gegner auf der Minikarte, Sonderziel und Sammelobjekt. Es ermöglicht dir, zudem Geschäftsboss anzuwerben und dadurch mehr zu verdienen. Sobald ein Stadtteil verwandt ist, kannst du dort alle Gegner in der Informationsansicht sehen, auch hinter Ecken oder Mauern. Um die derzeit verwandten Geschäfte zu betrachten. Erst Tabulator drücken und dann die Karte zu öffnen. Und dann können wir Abhör an ausstellen. Um Abhörgeräte in Verteilerkästen einzubauen, brauchst du TL-49 Sicherung. Sammel solche Sicherungen, die in ganz Bordeaux herumliegen. Ich bin nicht gerade begeistert davon. Deren Trigger waren sternhagelvoll. Jetzt muss der Georgie erklären, wie sein Mann das zugelassen hat. So eine Scheiße. So, dann schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Wo können wir das denn ein- und ausschalten? Hallo? Ah. Ich würde mal sagen, so ist ein. So ist aus? So ist ein? Ich habe keine Ahnung. Es ändert sich ja nichts. Albumcover, ah, okay. Schriftmarkt. Da ist eine Sicherung, da ist die Sicherung, da ist die Sicherung. Pest Oil. Was haben wir hier? Sicherung. Playboy-Magazin, alles klar. Heroin. Als nächstes sollen wir aber hier hin, um Informationen zu beschaffen. Befrage Charlie Steeler. Den Big L. Hallo. Wie geht's? Voll nett. Die sagen einfach, oh, deswegen wird die ganze Zeit geweint, das ist ein Friedhof. Was ist denn hier bitte los? Er sollte lieber aufpassen. Schon mal. Pass auf. Entschuldigen Sie bitte. Kennt ein Barkeeper in einem Club drüben? Informationen für. Das kennen wir schon. Kannst du ihn entweder töten, um etwas Geld zu verdienen, oder ihn anwerben, was den Wert des Geschäfts erhöht? Frenchman, der das Heroin verkaufen kann. Tut mir leid. Egal. Befehl von oben lautet, wir verticken das Zeug nur im Hollow. Ich glaube, der alte Hauptgeber sind nicht allein. Georgie und Richie und
Willst du derjenige sein, der es ihm verrät? Reinhard, mach ihn fertig! Den haben wir denn das. Hi! Was willst du jetzt tun, hä? Was dem Henker machst du? Wow, ich geh in Deckung! So, wir wollen reden. Was treibt Vierfinger da in der Kirche? Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Ab jetzt sag ich, wo es lang geht. So. Rennt um euer Leben! Weg, ja, bringt die Kinder weg und mich. Ist nicht sicher hier. Ich hab nur einen erschossen. Wow! Okay, die Frau war heftig. Die hat sich einfach wegschieben lassen. Wie eine Maschine. So, was sollen wir jetzt machen? Zerstöre Charlies Heroin. Alles klar. Toll. Sackgasse hinter den Gruften hier. Toll. So, dann wollen wir da drüben mal rein. Könnt ihr mich bitte nicht überfahren? So. Verdeckte Annäherung. Durch eine verdeckte Annäherung kannst du dich ungesehen an Gegner vorbeischleichen, bevor du dich in den Kampf stürzt. Benutze V, um Gegner. Na, kommst du hier wieder rein? Hi, Süßer. Du musst niemanden mehr zur Hilfe rufen. 16 Dollar hattest du auch noch dabei. Sehr schön. So, wir versuchen das Ganze mal wieder etwas ruhiger anzugehen hier. Da lag eine Pistole, die wollen wir aber nicht mitnehmen. Leider nicht rein. Zumindest nicht so einfach. Büsche. Oh, Busches. Ist das Natur? Es ist so Natur. So, versuchen wir mal hier drüben. Etwas Glück hier so reinzukommen. Zwei komische Typen. Das Dach kommen wir anscheinend nicht rein, wie es aussieht. Kommen wir auch über das Dach nicht runter irgendwo heil. Doreen hat wieder einen Braten in der Röhre. Glückwunsch. Als ob ich noch ein Balg bräuchte, über das ich stolpere. Habt ihr gesagt, sie soll die verdammte Pille nehmen? Aber sie ist einfach zu katholisch. Weißt du was? Du solltest es machen wie ich und im Puff zum Schuss kommen. Scheiße. Wäre wohl billiger gewesen. Aber wenn Doreen das spitz gekriegt hätte, hätte sie mir die Eier abgeschnitten. Okay, wir müssen da irgendwie rein. So. So.
Mach ich mal eine Pause, Kumpel. Na. Das hätten wir schon mal. Oh. Warum sind die alle nackt? Ziele, Sonderziele sind. Sonderziele sind Mitarbeiter und Einnahmequellen eines Geschäfts. Eliminiere sie, um dieses Geschäft zu schaden. Solche Sonderziele werden auf deiner Karte mit dem Symbol ihres Geschäfts markiert. Jedes Sonderziel besitzt Informationen über seinen Schwierigkeitsgrad, den Schaden, den du mit ihnen dem Geschäft zufügen kannst und deren finanzielle Belohnung. Schau dir das Ziel auf dem Plan an und wäge bei deinem Angriffsplan erst Risiko und Nutzen gegeneinander ab. Pass auf! Entschuldigen Sie bitte. Nur noch Bekloppte auf der Straße. Alle raus hier! Lauf! Na los, lauf, Cracknoten. Entschuldigung. Drogenschmierfrauen, die, keine Ahnung. So, da haben wir ein bisschen Geld gefunden. Ein bisschen mehr Geld, 1500 Kohle und noch ein Bild. Ah, wir haben das vierte Gemälde hier in Horlau gefunden. Long live Dixie. Verneige dich vor Dixie. Wir teilt diesen Schwanz. Verdammt nochmal. Hey, ihr Kanne, er ist da drüben. Ich bin das Schlimmste, was dir heute begegnet. Ich hab dieses Arschloch und seine Spielchen satt. Okay, ich glaube, ich habe alle. Du bist tot, Schwanzlutscher. Aber irgendwo redet hier noch einer. Haarwaffe wegstecken. Ah, da unten kann ich das wechseln. Oder? Hä? Ah, so. Das Gute daran, jetzt macht es sich meine Tür. Ah, okay. Ich gebe die Suche nicht auf, Bürschchen. Was haben wir denn? Mhm. Jetzt steckst du ganz schön in der Scheiße. Sagt wer? Sagt niemand. Okay, machen wir weiter kaputt. Verursacht nur 1000 Schaden, die ganze Nummer hier, okay. Anscheinend ist hier nicht so viel mit Heroin zu... Oh, 7000, okay. Ja, da stand ja auch Informationsansicht gucken. So, was haben wir noch? Ist irgendwo noch einer, oder? Ja, der hat so gewollt. Ich hab das gesehen in seinem Gesicht. Der wollte dreimal in die Brust geschossen werden. Definitiv. Definitiv wollte er in die Brust geschossen werden. Guck mal, hier haben wir eine schützliche Weste. Haben wir das auch wieder voll. Da eine Tommy Gun. Da steht ein Auto. Irgendwie soll hier drüber noch was sein. Oder ist das eine Garage? Es ist eine zweistöckige Etage, wo Geld auf dem Dach liegt. Oder sowas. So, wo sollen wir jetzt hin? Befrage Charlies Dealer, okay? Weil wir hier alle erledigt haben. Alles klar. Scharfschützengewehr packen wir auch mal weg. Jetzt haben wir auch ein ganzes Stück zurückzulegen. Bei 300 Meter sind schnell gelaufen auch. Komm, dann machen wir einen kleinen Spaziergang über den Friedhof.
Kann man leider nicht mit interagieren. Na gut. Dum, 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 dum. Oh, guck mal, hier rechts wäre unser Verband. So, so. Oder wie er heißt. Unbefugtes Betreten gegnerisches Gebiet, da war davor noch unser Informant hier. Wer? Du? Ja. So, kleiner Spaziergang zum nächsten Dealer, Mann. Der ist unglaublich hässlich, ist ein kleiner hässlicher Hurenbastard. Entschuldigung. Hol dir den Drecksack die Fresse! Verdammt! Du warst böse zu meinem Bruder. Das kann ich so absolut nicht zulassen. Hey. Schnauze, ich muss den Drogendealer befragen. So, darum wollen wir hinten rum rein. Und klack, klack. Du kannst sie also schwarze Musik nennen, weiße Musik, was auch immer. Ist, wie sie deine Seele berührt. Das Musikerleben ist ganz sicher kein einfaches. Nur für Angestellte, alles klar. Ich habe meine Fehler gemacht habe. Aber ich stehe auch zu ihnen. Wo warst du so lange? Okay, wenn wir es nicht richtig... Das war Mitarbeitergebiet. Jetzt können wir das auch nicht hier in dem Café machen. Schöner Tag. Bis zum Geier. Vertrag dich mit uns, Boy. So. Du wirst mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen. Der Boss hat Vollstrecker, die im Hollow agieren. Meine Crew meldet sich. So, jetzt müssen wir hier weg. So. Kann ich schwimmen? Ich wollte schon sagen, als Soldat nicht schwimmen können, wäre ja richtig peinlich. So, ich glaube, hier sind wir ziemlich gut versteckt. So, können wir jetzt einfach hier bleiben und warten, bis wir das wegversteckt ist? Oh oh. Option. Spiel. Kann man es nicht irgendwie nicht tödlich? Sorry. So, nehmen wir hier vorne noch das Teil mit. Kann man es nicht auch irgendwie anders spontan? Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Oh, wir sind hier im Voodoo-Laden, oder? Ja. Hallo, Miss Voodoo-Laden. Bisschen gruselig ist das ja schon hier. War nicht V jetzt die Informationssicht? Hm. Naja, wir sollen jetzt Charlies Vollstrecker erledigen. Jetzt sind die weg. Ja, die 160 Meter, die können wir auch noch so zurücklegen. Was ist denn hier schon wieder los für ein Rambazamba? Ist ja unglaublich hier. Immer irgendein Stress auf den Straßen.
Ah, hier geht die Taste nicht zum Laufen. So, töten. Töten wir den Vollstrecker, der sich hier irgendwo... Polizeifreie Zone. Du bist in einer polizeifreien Zone. Ein gegnerisches Territorium, wo Verbrechen nie gemeldet werden. Wenn dich die Cops aber dabei beobachten, wie du ein Verbrechen begehst oder jemanden oder mit jemandem kämpfst, rufen sie trotzdem Verstärkung herbei, um sich um dich zu kümmern. Du hast hier... Was? So, jetzt können wir es auch wieder umstellen. Spiel. Das ist ein bisschen blöd, dass man... Blöder Arsch. So, ich habe ihn erledigt. Waren die Adrenalinspritzer nochmal? Hä? Du bist hier nicht willkommen. Ich hätte hier nicht erwartet. Auf dem Weg! Ich werd verrückt! Guck mal! Messer an der Brust! Und im Auge und im Gesicht und überall. Wop. Das war auch wieder ein wenig brutal. Oh, guck mal, was haben wir hier? Kloppen wir ein bisschen mit dem Brecheisen gegen. Sehr schön. Da haben wir die Sache auch gleich auf Null gebracht hier. Klauen wir noch das letzte Geld aus der Hütte. Schadenssumme erreicht. Perfekt. Machen trotzdem noch weiter. Also mit Donovan. Zum Glück wartet Donovan direkt auf der anderen Straßenseite. Naja, fast auf einer Straßenseite. Es ist aber schon ein sehr schöner Sonnenuntergang. Das möchte ich nicht bestreiten. Das hat echt Feeling. Oh, es ist voll schön. Es ist so schön. Klar zum Verlieben. Also die fahren auch alle wie die letzten bekloppten Idioten. Muss ich einfach sagen. Hoffentlich gibt es nicht wieder eine Überschwemmung. Wie geht's? Ja, überfahren wir noch ein bisschen. Naja, es war rot. Nee. Die sollten trotzdem bis auf die Straße achten. Ja, ja, Entschuldigung. Oh. Hier warten wir wieder auf Dunham warten. Warte, wir gucken nochmal. Escape. Haben wir noch irgendwas anderes für die Mission? Da können wir noch jemanden. Da haben wir noch jemanden. Guck mal. Nur bei die Polizei. Bist du die Polizei gerufen hast, bin ich weg. Sie müssen sofort hier runterkommen. Gerade hat jemand einen Autodiebstahl im Hollow gemeldet. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. Ja, oder lasst es, weil ich weg bin. Mit meinem Flitzer. Klar. Ist ja alles voll mit Polizisten hier. Unbefugtes Betreten, gegnerisches Gebiet. Wer zum Geier ist da drauf? Tja,
Scheiße, keine Ahnung, was wir da gehört haben. Fass mich nicht an! Hä? Bloß abgeschüttet, Jackie-Scheiße. Okay, wenn ich den töte, dann geht's wieder richtig los. Was zum Henker machst du? Der kann sich nicht verstecken. Erledig das, Jungs. Er hat eine Knarre. Hol ihn dir. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Los! Meinen Namen wirst du dir merken, Schwanzlutscher! Was ist denn jetzt mit dem Bild los? Klar, wenn ich mal ein neues Hemd anhabe. Runter, er ist gefahren! Los! Ja, lauf weg! Warum ist hier gerade eine Schießerei in Gange? Haben die gerade Ärger mit der Polizei da? Ja, ich glaube, die Polizei macht denen da ein bisschen Feuer unter dem Hintern. Danke fürs Nicht-Überfahren. Da habe ich mein Auto wieder super doof hingestellt. Das ist doch gar kein Telefon. Komm, hau mal schnell ab, bevor er die Polizei ruft. Zum Glück haben die hier noch keine Handys, dass sie direkt Polizei rufen können, sondern erstmal irgendwo zur Telefonzelle müssen. Maschiager, bitte hilf, Fusion! Gerade hat jemand einen Autodiebstahl im Hollow gemeldet. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. Ja, in dem Gebiet stehe ich schon lange nicht mehr. So, alle Missionen erledigt. Enter annehmen. Ich habe den alten Charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man überlebt. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bursifus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto: Tötet sie, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknöpfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Seine Infos sind auf dem neuesten Stand. Gehst du zurück ins Motel? Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern. Minimal rassistisch. Ah, jetzt kommen sie in die Kirche auch, okay? Na, fährst du deinen Kollegen? Nee, er fährt seinen Kollegen nicht hinten drauf. Hätte ich ja jetzt wieder erwartet. Aber nein, diesmal fährt er vernünftig. So, konfrontiere. Bosse rekrutieren, ja, haben wir schon. Denk daran, dass du vor kurzem die Kirche und das dortige Heroingeschäft verwandt hast. Da hast du nun die Wahl, entweder den bisherigen Boss umzulegen, was dir schnell Geld bringt, oder ihn anzuwerben, was auf längere Sicht den Ertrag des Geschäfts erhöht. Dann würde ich doch das bevorzugen. Ich dachte gerade, du hast keine Hose an, Frau. Guck mal, dann wissen wir ja schon, dass wir hier so rübergehen können. Okay. Motherfucker vom Hals! Jetzt! So, der nächste. Und du auch noch. So, fünf Typen in kürzester Zeit im Nahkampf abgemurkst. Ja, du weißt, wo ich bin.
Jetzt komm ich. Heiliger Jesus! Für meine Rasse, so wie Daddy vor mir! So. Jetzt hör gut zu. Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. So. Heroingeschäft gesichert. Prostitution, Heroin, alles meins. Läuft, Alter. Läuft bei mir. Aktuelles Einkommen, 64.000. Bam. Bosse verschont. Informanten verschont. Gibt Kohle. So, Verbesserungsverlauf. Boxenmacher plus Präzision. Sehr schön. Enter, Cassandra's zuweisen. Ein weiteres Geschäft. Marihuana? Hä? Wieso heißt die Mission hier Marihuana? Naja. Rufen wir die Haitianer. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke.